Hallo und herzlich willkommen bei CSR Automotive. Heute Ford Fiesta MK7 in der ST-Version und er bekommt von uns ein ganz schnelles Bodykit. Was genau, seht ihr nach dem Intro. Los geht's mit dem klassischen Heckflügel von uns. Der ST hat ja schon richtig massiv geilen Heckflügel von Werk ab. Finde ich optisch sehr stylisch. Aber mir setze noch einer drauf und habe hier unser Add-on. Von der Montage her will ich jetzt nicht zu viel erklären. Ich habe es ja schon oft genug gezeigt. Aber schaut mal trotzdem über die Schultern, wie ich das Ganze mache. Und dann werden wir das Ergebnis auch gleich sehen. Im Handumdrehen das erste Bauteil montiert. Sehr, sehr geile Optik. Nochmal ein schöner Übergang und eine Verlängerung vom Original-Heckflügel. Gefällt mir sehr gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter an die Fahrzeugfront und machen beide Scheinwerfer weiter. Da habe ich auch schon das erste gute Stück hier. Kleiner Tipp, wenn ihr das Ganze zum Lackieren gibt. Der Lackierer soll ja keine Hitze drauf geben, wenn das Ding lackiert ist und im Trocknungsprozess ist. Denn sonst passiert das, was ihr hier seht. Ihr habt eine leichte Deformation vom Kunststoff. Das ist formtechnisch schon so geprägt, dass das Ding einwandfrei auf euren Scheinwerfer passt. Aber in dem Moment, wo er Hitze drauf gibt und eventuell das ganze Bauteil nicht so fixiert und dann macht er die Banane in die falsche Richtung, ist jetzt nicht allzu tragisch, aber ist natürlich dann bei der Montage etwas schwieriger. Das zeige ich euch jetzt gleich, worauf es da ankommt. Ansonsten von der Vorgehensweise dasselbe wie immer bei allen Klebebauteilen. Schaut euch mal den Luftfilter hier an. Alter Schwede! Ob das so original ist? Natürlich nicht. Und ob das legal ist? Schauen wir mal. Jetzt seht ihr hier das Problem, wie das gute Stück absteht. Das macht es natürlich normalerweise nicht. Also, einmal hier das ganze Ding jetzt schön ankleben und dann gehen wir zum Schluss mit dem Heißluftföhn drüber und geben dem einfach nochmal ein bisschen Hitze, dass es sich zurückverformt. Gut aus hier. Die Markierung hier ist jetzt halt vor allem wichtig, dadurch, dass das Bauteil sich verzogen hat. Somit garantiere ich jetzt, dass wenn ich es anklebe, die Passgenauigkeit später überall wieder stimmt. Also Haube wieder auf. Thank you.
jetzt haben wir das Ganze etwas erwärmt, damit es wieder die Spannung weggenommen kriegt. Und spätestens, wenn es dann ja auch montiert ist, die Haube geschlossen und das Auto steht dann einmal in der Sonne, nimmt es auch wieder seine Form an. Also reparabel, aber natürlich ein höherer Aufwand. Ganz wichtig, nicht mehr wie 60 Grad im Heißluftföhn einstellen. Vorteilhaft, wenn ihr einen habt mit Temperatureinstellung. Ansonsten einfach so ein bisschen, ja, soll ich sagen, das Gefühl walten lassen, ne? Damit es nicht so heiß ist. Ansonsten verbrennt er nämlich euren Lack und das wäre dann uncool. Machen wir noch schnell die andere Seite und dann haben wir den Part auch schon durch. Und auch das Thema wäre erledigt. Auch eine super geile Optik hier beim Fiesta, was mir sehr gut gefällt, unsere Scheinwerferblende. Farbton sieht auch super aus, was ich jetzt hier aus der Nähe sehen kann. Hat der Lackierer gute Arbeit geleistet. Und ja, jetzt geht es ein Stockwerk hoch, weil es fehlt unsere Kappspoilerlippe. Die machen wir jetzt auch noch dran. Und schon haben wir es geschafft, Leute, im Handumdreher die ganzen Parts montiert und schaut euch mal diese Frontspoilerlippe an. Das ist doch der Wahnsinn, was das Fahrzeug jetzt für eine ganz andere Optik gekriegt hat. Total aggressiv, schön die Kontur hier auch vom Originalstoßfänger mitgenommen, finde ich allererste Sahne. Wisst ihr, was das Geilste ist? Ich habe hier eine ABE, die zweite und die dritte. Also keinerlei Kosten für irgendwelche Eintrage und so weiter. Nimmt die Papiere einfach mit, ab ins Handschuhfach damit und bei der nächsten Kontrolle oder bei der Hauptuntersuchung vorzeigen und alles ist gar kein Thema. Wie ihr schon vielleicht festgestellt habt, gibt es auch zu jeder Lieferung mittlerweile unsere wunderschönen 3D-Aufkleber dazu, schöne Gelaufkleber, sehr hochwertig. Haben wir hier in der Mitte platziert, könnt ihr natürlich frei halten, wo ihr einen Platz findet. Ansonsten sage ich doch, sehr gelungenes Projekt und keine halbe Stunde Arbeit jetzt auf der Hebebühne. Ich will mal von euch wissen, fehlt hier am Auto noch was? Fehlen noch irgendwelche Teile, die man noch nicht im Angebot hat? Schreibt es in die Kommentare und wie euch das Fahrzeug wählt. Dann genießt jetzt den Carporn und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao!